Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen. Heute geht es um Victorinox. Nicht um die, sondern um die Clips zu den Tools. Und wir bauen die mal ein und schauen uns an, wie das Ganze aufgebaut ist und wie einfach und simpel, aber gut das funktioniert. Ja, wir sind jetzt rübergegangen in unseren Raum, den wir extra für diese Sachen vorbereitet haben, damit wir da ganz normal drehen können, auch während den Geschäftszeiten. Und ich war ja auf der IWA, da habe ich dann einen Herrn von Victorinox getroffen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, und der hat mir das neue Tool mitgebracht mit Einhandfunktion. Und da habe ich schon mal den neuen Wickclip montiert, habe den jetzt auch schon 3 Wochen im Gebrauch ungefähr bei mir in der Werkstatt, bin damit sehr zufrieden, weil ich eigentlich das Tool immer dabei habe. Ich kann es in der Tasche tragen, auch die neue Tasche ist sehr gut gelungen, hat viele Tragemöglichkeiten. Das schauen wir uns demnächst mal an. Heute soll es aber um den Clip gehen. Und welche Vorteile das hat. Also ich finde es ganz fantastisch, zum Beispiel beim Arbeiten, wenn ich zum Beispiel auf der Leiter stehe. Ich brauche das nicht immer in die Tasche fuddeln, sondern ich kann das Tool offen lassen, so wie es ist. Ja, und kann es dann mal irgendwo kurz hinklippen, wo ich es halt gerade brauche. Oder auch wenn ich es zumache, dann kann ich mir es einfach in die Hosentasche klippen und muss es nicht erst in die Tasche reinfummeln. Also es hat viele, viele Vorteile. Oder auch wenn ich Klamotten anhabe, wo ich sage, ich will nicht noch so eine Tasche nebendran haben, die die Weste ausbeult. Da ist dieser Clip wirklich schon sehr pfiffig, weil man es dann einfach in der Hosentasche tragen kann. Und es fällt selbst bei diesem großen Tool relativ wenig auf. Viel, viel weniger wie mit dem Täschchen, was dabei ist. Wichtig ist, bleibt dran. Ich habe am Ende noch eine Überraschung für euch. Und jetzt wollen wir mal diesen Clip abmontieren. Und ich zeige euch mal, wie diese Montage genau funktioniert. Und im Nachgang schauen wir uns nochmal an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen Clip für das normale Tool, wo dann auch das Einhandtool drunter fällt, und dem Spirit. Dass ihr euch da nicht aus Versehen das Falsche holt und dann zu Hause nicht weiterkommt. Runtergeschwenkt. Ihr seht, es gibt also verschiedene Clips. Einmal für das klassische Swiss Tool, einmal für das Swiss Spirit. Und was man jetzt durch diese Verpackung nicht ganz so toll sieht, beide Clips gibt es immer in 2 Ausführungen, Silber oder Schwarz. Ihr müsst also wissen, was habt ihr für ein Tool. Klar, die WIG-Freunde kennen sich da aus. Das Eckige ist immer das normale Swiss Tool und das etwas rundlichere, kleinere, kompaktere, das ist das Swiss Spirit. Die Montage ist sehr einfach, es ist alles dabei, ihr braucht kein extra Werkzeug, ihr braucht einen Imbusschlüssel, das ist der, der hier ist, und mehr braucht ihr nicht. Es ist auch kein Hexenwerk, wir schauen uns das mal zusammen an. Ich habe uns mal Platz gemacht, habe hier den Clip abmontiert, habe hier einen, den wir montieren wollen, und wir gehen das jetzt mal von Anfang an bis Ende durch. Es ist ganz einfach. Verpackung einfach den seitlich rausschieben. Ihr braucht das also gar nicht aufreißen, sondern ihr könnt das dann immer wieder da reintun, wenn ihr es nicht braucht. Hier die Verpackung einfach aufklappen. Dann haben wir den Clip und den Imbusschlüssel. Und an dem Clip ist schon die Schraube montiert. Der Clip dürfte, wenn ich mir das so angucke, ein Standsteil sein. Und das, warum der Clip so gut hält, ist dieser, ich hoffe, man kann das sehen, diese Geschichte hier. Ja. Die ist von der Seite aus tief gezogen, leicht. Und die setzt sich hier in diese Aufnahme, wo eigentlich der Korkenzieher reinkommt. Von dieser Aufnahme habt ihr ja 2 Stück.
Das heißt, ihr könnt es entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite montieren und habt immer noch eine Seite frei, je nachdem, wo ihr es montiert, für euren Korkenzieher. Ich montiere mir es jetzt wieder auf meine Seite, wo ich es immer habe, nämlich so, dass ich es mir so in die Hosentasche stecken kann und dann hier gleich die Bedienung für die Einhandklicken habe. Ja. Das heißt, ihr nehmt euer Tool, klappt das auf, die Zange auf die Seite, wo ihr es den Clip nicht haben wollt, den Clip draufsetzen und leicht drücken. Dann hört ihr schon, wie der so leicht einschnappt. Das ist dann dieses tiefgezogene Teil, was sich hier einsetzt. Jetzt wird es ein bisschen tricky, dass euch da die Schraube nicht runterfällt, weil der Schlüssel ist nicht magnetisch. Ich halte es dann immer, das dann immer verkehrt rum. Gehe von hier aus rein, dann kann mir die Schraube nicht runterfallen. Und schraubt das jetzt einfach leicht fest. Jetzt ist die Schraube hier schon drin, die hat schon gegriffen. Und jetzt kann man das Ganze hier schön anziehen. Und immer dran denken, nachfest kommt ab. Ihr braucht das, den Schlüssel gar nicht andersrum ansetzen, dass ihr die lange Seite habt, dass ihr noch mehr Kraft habt. Es reicht eigentlich ganz einfach so. Und das war's. Fertig ist der Clip montiert. Man sieht es jetzt bei dem schwarzen, wahrscheinlich ganz so toll. Der Clip hat ein Gegenlager. Das ist hier oben diese Biegung. Die liegt hier am Tool an. Und die sorgt auch für diese Spannung. Und wenn ihr mal hört, also der Clip hat richtig, richtig Bums. Und hält das Tool wirklich klasse. Wenn man jetzt mal hier schaut, sitzt schön drinne, hat eine gute Position. Ja, man hört auch, wenn man rauszieht, ich weiß nicht, ob man das hier mit dem Mikro hört. Das läuft, das gleitet, aber es sitzt fest, ich brauche da keine Angst haben, dass der rausrutscht. Ja? Also der halt richtig, richtig Halt. Und rutscht immer wieder schön in die Position. Da hat Victorinox wirklich bei der Umänderung der Clips mit dieser Aussparung, mit dieser Aufnahme wirklich eine tolle Idee gehabt. Ich schätze mal, da wird noch einiges nachkommen, was man über diese Aufnahme nachrüsten kann. Es sind da einige Geschichten im Umlauf. Mal sehen, was da wirklich noch kommt, was sich da noch einfallen lässt. Das Einhandmesser finde ich toll, auch mit der Öffnungsgeschichte. Das geht sehr gut. Gut, da gibt es dann wieder den Streit, braucht man das. Aber ich sage mal, wenn man es handwerklich benutzt, ist das wirklich eine schöne Geschichte und man kann das gut handeln. Das Aufmachen geht super. Und auch das Zumachen ist mit ein bisschen Übung ohne Probleme. Egal ob links oder rechts. Oder auch wenn man Handschuhe anhat. Es geht viel einfacher auf, wenn man hier diese, ja, ich sag mal, Öhrchen hat. Ja, oder wie immer man das bezeichnen will. Aber dazu werden wir noch ein separates Video machen. Wollen wir uns doch auch noch mal anschauen, wie ist denn der Unterschied zwischen Spirit und dem normalen Swiss Tool? Wir haben da einen kleinen preislichen Unterschied zwischen Schwarz und Silber, aber keinen preislichen Unterschied, ob Spirit oder ob das normale Swiss Tool. Wollen wir uns doch mal anschauen, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Clips? Jetzt schwenke ich euch mal runter, da seht ihr es gleich. Gut, dass wir Schwarz und Silber haben, da kann man es schön auseinanderhalten. So, wenn wir jetzt mal hier schauen. Der schwarze Clip ist der für das klassische Swiss Tool. Man sieht, diese ganze tiefgezogene Geschichte ist etwas länger und auch der Schenkel ist etwas länger. Das Silberne ist für das Spirit. Das heißt, da ist einmal dieses Teil, was ja runtergedrückt ist, was
tief gezogen ist, ist von den Abmaßen her anders. Und auch die Länge des Schenkels ist minimal anders. Das ist nicht viel, aber ein bisschen macht es aus. Es ist halber Millimeter, Millimeter vielleicht, was da Differenz ist, wenn man es so legt. Also es ist ein kleiner Unterschied. Der Hauptmerkmal ist wirklich an dem tiefgezogenen Teil. Wir schrauben mal kurz die Schraube ab, dann kann ich euch das besser zeigen. Ja, und jetzt sieht man das wirklich ganz, ganz deutlich. Ne? Da ist die Nase ganz lang und hier ist das Näschen ganz kurz. Und deswegen passen die untereinander nicht. Das Spirit könnte vielleicht für das Große passen, aber es wird natürlich nicht richtig sitzen. Man sieht jetzt auch hier, wenn man das so versucht draufzustecken, es rastet nicht ein, man könnte es wohl mit Gewalt festschrauben, aber der Clip würde natürlich nicht richtig positioniert sein, so wie der hier ist. Ja. Also ihr solltet beim Kauf schon darauf achten, dass ihr da euch das richtige Teil besorgt. Man kann sie nicht so einfach untereinander tauschen. Mit Sicherheit ist es mit ein paar Tricksereien möglich, aber das muss ja nicht sein, wenn man beim Kauf drauf achtet. Ihr habt also gesehen, es ist kein Hexenwerk, so einen Clip zu montieren. Es ist eine relativ einfache Geschichte. Ganz simpel, man muss nur sich den richtigen Clip raussuchen. Und wie versprochen, habe ich euch ja gesagt, am Ende habe ich noch eine Überraschung. Wir machen jetzt eine Aktion auf alle Clips und alle Victorinox-Sachen, die ihr bestellt. Versenden wir euch kostenfrei, wenn dem Passwort Vic Porto, könnt ihr euch also dann den Clip portofrei bestellen. Wichtig ist halt nur, ihr müsst euch den richtigen raussuchen. Wir haben ein paar da, in alle vier Varianten, ein bisschen was ist da. Müsst halt schauen, wir haben auch nicht ganz so viele bekommen, weil Victorinox ist jetzt zum Teil schon wieder ausverkauft auf ihrer Webseite, so dass es da am Anfang doch für die verschiedenen Händler bestimmte Kontingente gab. Schweres Wort. Und wir haben auch schon einige im Laden verkauft. Schaut vorbei, guckt, ob ihr noch den, den ihr braucht, bekommt. Und mit diesem Codewort Vic Porto spart ihr euch halt dann die Versandkosten. Hat euch das Video gefallen, seid so gut, lasst uns ein Like da und einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt wegen den Clips, schreibt es uns in die Kommentare. Wir kriegen auch wieder neue, wir warten auch auf eure neue Lieferung. Und uns zu abonnieren wäre natürlich auch ganz toll, da freuen wir uns drüber. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis zum Samstag, bis dann, euer Jens aus Fulda. Ciao.